Zimmer Nummer 14. Gute Nacht, Herr Weigern. Excuse, können Sie mir einen Gefallen erweisen? Ja. Wollen Sie mir auf diese 100 Franklin spucken? Ja, gerne, aber warum? Ja, das gehört nämlich zu meinem Roulette-System. Das Anspucken von 100 Francs-Scheinen. Ja, wissen Sie, der berühmte Aga Khan hat doch damit ein Vermögen gewonnen. Ja, bitte, wenn Sie glauben. Aber wieso wissen Sie das mit dem Aga Khan? Wer hat ihn denn gesehen? Ja, gesehen hat das niemand, aber ein Systemspieler, der ist über alles informiert. Merci vielmals. Schlafen Sie wohl miteinander. Das ist leicht gesagt. Na, gewonnen? Leider nicht. Ich hole mir nur neue 100 Franken. Überzeugen, dass ich die Wahrheit gesprochen habe. Würden Sie so freundlich sein, noch einmal zu spucken? Ja, mit Vergnügen. Merci. Ihnen auch viel Glück. Okay, ich kann's brauchen. Ich habe jetzt leider keine Zeit zum Spucken. Ja, das ist auch nicht notwendig. Ich gehe nicht mehr ins Casino, ich gehe zum Bahnhof. Ja, spielen Sie jetzt dort? Nein, ich reise ab. Na, wieso? Sie wollten noch länger bleiben. Das ist leider nicht möglich. Heute Nacht habe ich alle Franklin verspielt. Ja, vielleicht wechseln Sie mal das System. Nein, nein, das System ist gut. Ich will Ihnen auch nicht nahe treten, aber so schlecht wie Sie hat noch keiner gespuckt. Grüezi Sie miteinander. Ich bin's, Niki. Komm mal rauf. Na, endlich. Du ahnst ja gar nicht, was ich mir für Sorgen gemacht habe. Mein Armer. Aber jetzt bin ich ja da. Mein Mann musste plötzlich nach New York. Ach. Aber Niki, ich glaube, Sie freuen sich gar nicht. Doch, ich freue mich wahnsinnig. Das ist wieder der Verrückte. Was? Nicht ja, beschützen ja. Sie mich. Madame, Sie haben die Fahne von Usambara entehrt. Noch ein Wahnsinniger. Was hat sie? Grüezi Sie miteinander. Madame, Sie haben die Fahne von Usambara aus Kleidungsstück benutzt. Mit dem Staatslöwen auf dem unteren Rücken. Ich habe nie einen Löwen hier unten, also das... Wollen Sie vielleicht behaupten, dass seine Majestät lügt? Excuse, aber das mit dem Löwen da hier, das ist eine andere Dame g'si. Eine andere Dame? Ja, natürlich, die heute Morgen hier hereingekommen ist. Die hier hereingegangen ist? Mit einer Fahne? Von wo? Das kann ich leider nicht sagen. Natürlich, Sie haben das doch eben behauptet. Hier, die ist hereingekommen? Nö, aber von wo, sag ich? Ja, von hier. Von hier.